Hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Heute ist natürlich das Match dran, was gar nicht umgangen werden kann von mir. Vancouver. Bit versus Roma 2. 1, 2, 3, 4. So, in der ersten Partie kriegt das Schwarz, dann Weiß, dann Schwarz und dann Weiß. Jetzt hat man beim Roma natürlich sehr viele Möglichkeiten der Einstellung. So, mal anschalten. Ja, jetzt springt er immer, dann sieht sie immer. Das heißt, beim Unboxing ist er nicht sofort angegangen. Einfach unter die Ecke als Schlaufe rein. Dann läuft das schon so gegen den Roma mit den. Ich war einfach zu voll, jetzt andere Figuren draufzustellen. Das sind die Figuren, die ich selber mit Filz bestückt habe. So, Level 3, 7, Enter. Dann hier, was mache ich denn hier für ein Level? Das ist das Level sowieso den gleichen, aber Stufe. Das hat ja schon. Ne, das ist hier. Doch alle in 30, das hat er schon. Ich vergesse immer, dass er das ja speichert. Das bin ich gar nicht gewohnt. Wer das auch macht, ist der Explorer Pro, das speichert auch. Funktionen, kann man da irgendwas machen? Turnierbibliothek, Stil normal. Hashtable an. Stil aktiv. Ich frage mich, ob das wohl geht, gegen den Roma auf Risiko zu spielen. Da bin ich aber gerne bei den Openings auch hier. Bibliothekstil. Ich mache einfach mal Gambit. Ist doch einfach nur mal zu gucken. Das ist ja keine Verkaufssendung, wo ich jetzt hier das so hinkriegen muss, dass der Vancouver alle gewinnt. Oder was weiß ich. Ja, der Mephisto Roma gescholten als zu defensiv. Mag schon sein. Zwei Spielstile hätten ja auch hier der Sache gut getan. Gehen wir mal los. E4. Was spielen wir auf E4 für ein Gambit? Springer F3, F5. Springer C6. D4, schottisch. Weiß spielt das Gambit. Weiß kommt schwarz zuvor. So, D4 schlägt. Ich muss ein bisschen mal hier beiseite, nicht dass ich mich dauernd so biegen muss für das Schilf im Wind. Springer D4. Springer D4 schlägt, Springer F6. Springer C3. Dame F6, what the heck? Entschuldigung. D4, B5. Das kann ja mal passieren. Das Lippo geht auf allen Vieren. So, es muss natürlich gedeckt werden. Läufer B6. Ebenso muss Schwarz die Gabel decken auf C7. Springer C3. Springer E7. Läufer E3. Jetzt würde ich ja drohen, Läufer schlägt und die Gabel. Läufer A5. Hält C7 im Auge. Castle Queenside. Ich dachte eigentlich, Schwarz würde das Gambit spielen und nicht Weiß. Jetzt gibt Weiß plötzlich so aktivitätsmäßig Gas. Und der Roma ist aus dem Buch. A6 war sein letzter Buchzug.
vielleicht nicht der günstigste Zeitpunkt aus dem Buch zu kommen. Weil, es droht ja auch Läufer C3 schlägt. Weiß nicht, ob das überhaupt eine Schwäche ist. Wenn das passiert, der Springer muss ja ziehen. Ist natürlich auch nicht einfach, die ganzen so eine Bibliothek zu erstellen. Und das beruht wohl auf Gegenseitigkeit, dieses Tschüss-Buch. Das sind ja die Züge, die passiert sind. A5 schlägt C3. B schlägt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine tödliche Schwäche ist, aber gefallen würde es mir nicht. Aber was will Schwarz auch machen jetzt dagegen? Zumal gefährlich könnte das sein, weil Schwarz auf Risiko spielt, aber ist auch die Frage, ob Weiß wirklich so schlechter spielt. Und Schwarz, der Vancouver 2 MHz mehr, das ist alles. Der Lippo gähnt ja so sehr. Ja, Lippo, er kann davon kriegen nicht mehr. La 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 la, denn er gähnt hier so rum. Hm. 0,18, Rochade. Dame F3. Dame schlägt F3, D4 schlägt F3, D7-6. Naja, das jetzt Risiko ist, alles wegzutauschen. Den Damenwert auf 50% runtersetzen. Dame schlägt D4. Schachmatt mit der Dame im Spiel. So. Ich glaube, auf eBay habe ich jetzt gesehen, ich weiß ja, Vancouver Bravia, ich glaube für 4.500 Euro, ich weiß nicht, mal so ein Figurenerkennungsbrett ist natürlich eine gute Sache, wenn man einmal für eine Stellung angibt, man würde jetzt diese Stellung angeben wollen, dann baust du aber die Stellung auf dem Brett auf und drückst einen Knopf und durch die Figurenerkennung wird die ganze Stellung erkannt auf einen Schlag. Meine Entschuldigung. Ich trinke wieder meine Fassbrause hier. Maracuja. Wohl noch die Halloween-Dosen. Was denkt er sich denn hier so? D4, C6, C1, B1. Ja, der König will wohl nach A1, könnte ich mir vorstellen. Letztens habe ich gesehen, ein Novak war das, so ein schwarzer Plastik-Novak, nicht dieser Scorpio, sondern den anderen, das war auch ein 8-Bit-Gerät, war das. Der Scorpio ist ja auch schwarz, der vom Diablo, der dann später in 68.000 umbenannt wurde, weil Blizzard nämlich mal angeklagt hat. Muss ja Blizzard gewesen sein. Gibt das Spiel Diablo von Blizzard?
Vielleicht hätten wir die Namen abwandeln können. Diabola. Keine Ahnung. Das Blu-ray ist ja auch verkehrt geschrieben. Weil man, das ist deswegen verkehrt geschrieben, weil man da ein Copyright auf den Namen haben kann. Tipp mal, man könnte ja natürlich nicht jemand wegen das Copyright auf Brotkasten haben. Aber wenn man Brotkasten falsch schreiben würde, dann wäre das wohl eher schon als Markenname machbar. H4, wer spielt ja eigentlich nochmal auf Gambit? Jetzt fehlt der Roma ein Gas zu geben. G4, G5, H5. Jetzt möchte der Roma gerne hier auf Attacke spielen. Der Roma ist kein so schlechtes Gerät, wie man ja wohl sagen möchte. D4 kann Schwarz ja nicht nehmen in dieser Stellung. Dann liegt einfach der Bauer. Dann war es das mit Bauernschwäche. Und was will er sonst machen? Springer A5 und dann was? Läufer E6. Ist schwierig für Schwarz hier was zu finden. Ich hatte ganz am Anfang mal eine 20-Minuten-Partie spielen lassen. Das ist aber schon was her. Und die hätte der Roma sogar gewinnen können. Da hatte er zwei oder drei Mehrbauern. Die hatte alle wieder verloren, die Mehrbauern im Endspiel. Und dann hat er sogar gehabt, Dame gegen Turm. Und das hat er nicht gewonnen. Das war dann zu schwierig. Da hat er keine Endspieldatenbank eben davon. Ich frage mich, ob es einen Schachcomputer gibt, der eine Endspieldatenbank hat. Jetzt außerdem den vom Saitek, vom Maestro und Analyst. Das war ja nur Bauer, König, und aber auch nur, die mussten sich blockieren, die Bauern. So ansonsten nicht. Und natürlich, ganz klar, König, Bauer gegen König oder König gegen König, Bauer. Das hat er natürlich auch drin gehabt. Der hat das natürlich auch perfekt gespielt, wenn er mit den Minusbauern weiß. Dann ist der natürlich total pleite. Läufer G5. Wir laufen und wir tanzen, werden Teil von etwas Ganzem. Können wir jetzt hier F4 machen? F4, G4, dann F5. F4, dann müsste die Dame nach C5 oder A5 und dann F5. Das zur Not kann der Springer noch dazwischen ziehen. Das ist schwierig für Schwarz, da irgendwie Profit rauszuziehen. Dame C5, also F4, Dame C5, F5 und Dame C3 schlägt, was soll das drohen? E6 schlägt und dann Dame Schach, da kommt Springer dazwischen oder sogar. Ja, vielleicht bin ich besser als Springer dazwischen. Er schlägt auf E6. Was schätzt sich denn ein hier, der Roma? Minus 0,36. Und was sagt er hier? 0,48. Also zumindest sind sich beinahe einer Meinung, dass Weiß ein bisschen schlechter steht. Vielleicht mit dem Bauern schlagen. Dann F4. Ach, damit C3 schlägt, droht ja. Natürlich nicht jetzt, aber wenn er zurückgeschlagen hat. Also F4, damit C3 schlägt. Also die grüne Leuchte, ich glaube, der einzige Grund, diese grüne Leuchte, ist ein Alleinstellungsmerkmal. Dass das einzige ist, wenn man exklusiv sieht, dass er keine grüne Leuchte hat. Dass die erste Frage ist, warum hat er eine grüne Leuchte und der exklusiv nicht. So, jetzt weg hier. Dame E6 nimmt. Was hat natürlich auch Probleme. Die Dame steht auch nicht so wahnsinnig gut auf E2.
G3. Ja, der läuft also nach H3 oder G2. Ob C3 was? Das müssten noch die Rechentiefen sein. 5, 11. Zug Nummer 16. Also eine Spirenzien wie Position pro Sekunde zahlen, das haben die alle nicht. Das ergibt für mich auch keinen Sinn. Was soll mir das sagen? Wenn Computer in der Stellung meinetwegen 100.000 Stellungen pro Sekunde rechnet, was soll mir das sagen? Soll mir das sagen, wie armselig das ist, 100.000 Stellungen pro Sekunde rechnen zu müssen und trotzdem zu keinem guten Ergebnis zu kommen? Wenn er selektiv wäre, 100.000 Stellungen pro Sekunde, wohl wie will er selektieren? B7, B5. Ja, ist ja auf Krawall gebürstet, ja auf Risiko. Läufer G2, dann will ich mit dem Turm von A8 mal wegziehen, weil dann droht ja immer hier E5 und Läufer E7 schlägt, wenn der Turm da bleibt. Ach Mann. Mal mit dem WM-Etiketten ganz Unrecht hatten die ja nicht. Ja, vielleicht unbedingt bei Vancouver. Aber Almeria zum Beispiel, der war ja Weltmeister. Das Programm war ja Weltmeister, vielleicht nicht auf dieser Hardware. Obwohl, am meisten stimmt es, glaube ich, bei Amsterdam. Weil der hat ja so abgeräumt in Amsterdam. Auch die 16-Bit-Version. Die waren ja alle drei mit Abstand. So, Modularfiguren, die könnte ich auch noch gebrauchen. Irgendwie finde ich das hier ziemlich nicht ganz so extrem spannend hier mit diesem Püppchen hier auf dem Brett. Diesen selbst mit Magneten versehenen. Mich hat das damals gar nicht gestört, mit den Figuren auf dem Modular zu blitzen. Ich hatte noch den Modular 1, diesen ersten, den habe ich jetzt auch. Der hat ja noch kleinere Püppchen. Schon erstaunlich, dass mich das nicht gestört hat. Was sagt er denn hier? 0,33, E6, E5 ist ja angegriffen, muss ja weg. E2, E3, die Dame zieht nach E3, F7, F5, E4, F5, E5, E3. Ich frage mich, wie groß der Unterschied ist zwischen solide, aktiv und Risiko. E6, E5. E2, D3. Schön finde ich bei ihm, ich könnte mir vorstellen, wenn man gegen den Blitzschach trainiert, dann könnte man schon eher den Zufallsmodus einschalten. Dass er also nicht immer das gleiche zieht. Beim MM4, wenn man den Zufallsmodus einschaltet, dann merkt man schon, dass er schwächere Züge macht. Das ist das Problem. H7, H6,
Läufer F4 greift die Dame an, die Dame zieht nach F6 beiseite. H4, H5. Turm FB8. Das sieht mir eher so aus momentan, als hätte Weiß Möglichkeiten anzugreifen. F4, Dame C5. Aber selbst wenn der Läufer E3 hätte, rein theoretisch, dann könnte man noch Dame A3 ziehen. Und Läufer C1, Dame A5. Also vom Damenfang wäre auch das meilenweit entfernt. Das von dem habe ich auch immer geträumt, von dem. Von dem Richard Leng mit Punktmatrix. Ich kannte die ja alle vom von den Emulatoren. Das finde ich das Schöne an den Emulatoren. Man kann sich die angucken, inwieweit einem die gefallen. Man kann natürlich nicht hier. Man sieht natürlich nicht den Unterschied zwischen Modular und München oder Exklusiv. Witzig gewesen wäre ja ein Modular in Turniergröße. Wäre witzig gewesen. Der wohl teurer gewesen wäre als der München. Die Spezial Edition des Modular. Original Turniergröße. Feldergröße 5,7 cm. Da haben wir natürlich auch Kunststofffiguren, wie die Modularfiguren, nur eben in Größe, Turniergröße. Wäre auch nicht schlecht gewesen. H1, E1. Bisher sieht das doch gar nicht so schlecht aus für ein Roma. Wie würde Schwarz am besten das knacken? B4, C4. Da sind natürlich Möglichkeiten da, möglicherweise. Springer C6. Interessant wird ja auch mal zu gucken sein hier im Risiko und die Figurenwerte alle auf 90% runtersetzen. Was das wohl bringt, ob er eher Figuren opfert oder ob er einfach nur Grütze spielt. Das ist wohl eher dafür gedacht, wenn man wie eine Position ist, wo ein Damenopfer drin ist, dass wenn man den Damenwert reduziert, ob er dran drauf kommt, dieses Damenopfer zu spielen, aber was bringt das dann? Wenn er dann dieses Damenopfer findet, aber nur in dieser Einstellung. Das heißt ja nicht, dass dann. Das ist halt für diese eine Position gedacht, aber. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das verwendet? Dieses Figurenwerte reduzieren. Man könnte natürlich einfach den Remis-Faktor raufschrauben. Dann wäre es auch einfacher, ein Remis zu machen. Er wird dann noch Zugwiederholung machen. Keine Ahnung, mit zwei Bauern mehr. E1, E3. B5, B4, C3, C4, B8, E8. Okay. Wieso zurücklehnen kann ich das optimal lesen, das Display? Wie groß sind eigentlich diese Novaks, diese Super-Expert? So groß wie der Exklusiv? Turniergröße haben die mit Sicherheit nicht.
Wir müssen noch die Mephisto-Exklusivgröße haben. Der Avantgarde, der ist 37,5, glaube ich, Brettbreite. Der ist ein bisschen kleiner als der München. Was wäre der mit C4 und dann A5? Aber ich glaube, das ist zu langsam. A5, dann der Plan A4, B3. Man müsste ja schon im C4, A5, Dame D5, dann Dame B6, weil man ja die Damen nicht tauschen will. Ich glaube, das ist zu langsam. Da muss schon, Weiß muss das ja schon zulassen. Statt Läufer G2 und dann auf A4. Kommt schon E5. Dann B3 dürfte wohl nicht funktionieren. Läufer C6 schlägt oder Dame C6 schlägt. Was soll denn dann drohen? C2 schlägt Schach. König schlägt und was kommt dann? Ja, Dame C3 schlägt, Dame Bauer Turm. Ja, dann Turm B6. Läufer D7, das sieht eher für Weiß besser aus. Von 39. Okay. 1.03 H7, H6. Aber wie kommt er darauf, dass er den ganzen Bauern im Plus ist? H7, H6. Läufer D7. C3 schlägt. C6. Dann damit C6. Damit C3. H7, H6. Eigentlich macht das ja auch eine Schwäche. Ich glaube, G4, H5, G5, naja. H3, D7. Minus 0,28, ja, sieht das nicht ganz so dramatisch mit dem Minus. Ich wüsste ja nicht, wo das Minus da sein soll in der Stellung. Warum sollte Weiß denn positionell quasi ein Minusbauern haben? Jetzt hatte ich nicht materiell Minusbauern, aber warum so Weiß positionell schlechter stehen. Welche Figuren steht von Schwarz denn so gut? A5. Möglich wäre natürlich einfach Läufer C6 schlägt. Materialreduzierung, Angreifer reduzieren. Der überlegt gerade G4. Man, das ist, man hat ja das Gefühl, als wäre Weiß der Vancouver. H5, G5. Witzig war ja der Versuch von Fidelity, quasi eine Art Lernfähigkeit zu machen, indem der Computer quasi, nachdem aus der Theorie dann draußen war, da muss ja aber Turnierstufe oder sowas schon sein, also eine adäquate Spielstufe. Dann hat er die, wenn ich das richtig verstehe, die letzten, also meinetwegen, er war aus dem Buch und die nächsten drei Züge
die er dann gespielt hat, mindestens auf Turnierstufe, die hat er dem Buch dann drangehängt. So nach dem Motto, wenn Matvin in eine Blitzpartie kommt, auf bessere Züge kommt er auch in der Blitzpartie nicht. Und dann hat er quasi seine Bibliothek erweitert. Ich frage mich, ob der diese Bibliothek auch verändert hat. Die 7C6. Ich wüsste jetzt keinen, außer Dame C6 schlägt. Schachgebot hat er nicht. Er kann jetzt adäquates angreifen, deswegen mache ich den mal hier. So, nimmt. Allein ist Mephisto München da zu lesen. Meine Güte. München. Das gibt ja jetzt ein neues exklusiv Genius-Brett, also so ein Genius-Holzbrett. Ist das auch hier so Turniergröße? G5. H5. Wäre vielleicht die Überlegung gewesen, erst H5 zu ziehen. Damit D5. Was überlegt er denn, um hier rumzuschweigen im Video? Er nimmt die Dame, der Bauer nimmt. Ich frage mich, ob ich auch den Turm nehmen kann. Der Bauer auf C3 ist so gar nicht zu halten. Macht er auch. Wenn man sich so ein Bravia-Brett holt und meinetwegen eine Figur wieder kaputt gehen oder defekt sein. Wie würde man heutzutage noch alle Bravia-Figuren kommen wollen? Und wie teuer waren die Figuren? Das ist ja die DGT-Figuren. Die sind ja schon richtig teuer. Jetzt die Holzfiguren von DGT. D1. Ach, habe ich hier gar nicht ausgeführt hier. Was macht er denn? C7, C6. Turm D4. Also der andere Turm deckt das ja. Ich würde sagen, wenn einer Gewinnaussichten hat, dann der Roma. Bauer C3, Turm C3. Er würde C5 kommen. Ich muss ehrlich sagen, die Eröffnungsbibliothek zum Beispiel finde ich vor dem Vancouver besser als die vom Master Chess. Da habe ich so eine Gurkenbibliothek. Und von dem Task R30 die wie heißt denn diese Bibliothek nochmal? Die so fürchterlich sein soll. Weiß ich jetzt gar nicht.
Wer ist denn überhaupt dran hier? Ich irgendwas vergessen? Irgendwas verpennt? Ach, er ist dran hier. Jetzt sehe ich, er ist geblinke. G8F8. Turm D3, König E7. Gibt es eigentlich programmtechnischen Unterschied zwischen C3, B4? Gibt es eine spezielle 32-Bit-Version von diesen Geräten, von Richard Lenn-Geräten? Hat er also ein 32-Bit-Programm und ein 16-Bit-Programm geschrieben? Oder ist einfach ist das gleiche Programm, was offen? Also ist das Vancouver 16-Bit-Programm, was auf dem 32-Bit läuft und auf dem 6830er? Dann hätte der Richard Lenn ja zwei verschiedene Programme schreiben müssen. Ein 32-Bit-Programm und ein 16-Bit-Programm. Oder gibt es so eine Art Konverter, der das konvertiert in von 16 auf 32-Bit? E4, E5. Ja, kann er erstmal nicht nehmen. E5, Turm A8. Turm D6, Turm A2, König, König B3 geht natürlich nicht wegen dem Turmschau, dann Schuss Turm. Aber kann er dann über C1, D2? Ich schätze sich dann ein hier. Minus 0,84. Warum so pessimistisch? 0,12, also sieht das nicht ganz so optimistisch hier. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Züge kann der, zeigt er einem an, in der Variante. Bei den Emulatoren gibt es ja sogar 33 Megahertz, oder ne, 36, sogar 36 Megahertz Version. Dell ist 32 Bit, 36 Megahertz. Ich finde das irgendwie noch schöner, das so vor sich stehen zu haben. Bin ich mal gespannt, ob er den... Ja, er muss ja schon den Bauern nehmen, sich kann, er hat ja gar keine andere Möglichkeit. Turm D6, ja, Turm D6 schlägt, Turm A2 Schach, König B3, dann Turm A8 A3 Schach, König C4, König B1. Warum? Warum König B1? Das ist doch Quatsch. Wenn er jetzt auf A2 nimmt, muss er doch eh auf D6 nehmen. Hätte er gleich den Bauern nehmen können. Statt diesen Turmzug. Frohlockt jetzt da Vancouver. Das zeigt noch, wie die Züge nicht gemacht worden sind. A4, A2, D3, D6, B1, B2. A4, A2. Und da muss er dann nehmen auf D6. D3, D6. Turm 1 Schach. Geht dann noch König B2, einziger Zug. Wenn der König auf H7 stehen würde, dann könnte er mit C4 das Matt drohen. Der hat aber Turm D8 Schach, aber also das geht nicht. A1, H1. D6, D7. Mein Plan wäre jetzt, die Türme auf der siebten Reihe zu verdoppeln. Turm H4, Turm C7, aber nach Turm F4, was soll die Verdopplung dann? Der Turm deckt dann ja sowieso F7. Turm F2. Turm G4.
Das ist ja schon, man muss ja ehrlich zugeben, das ist ja schon ein ganz besonderes Feeling, auf diesem Münchenbrett zu spielen. D7, C7. So, gleich in eine Pfandtasche rein. Das gebt mir alle euer Pfand. Jetzt würde Turm D2 für den Moment gehen, dann droht das mal matt auf D8. Turm D2. König B3. Okay. Die Züge sind mir immer nicht ganz schlüssig, aber die er hier macht. So, das bringt Turm A3 Schach, König C4 und Turm C3 Schach, König D5 und dann Turm C2, Turm C5. Ja, der Turm deckt ja noch B2. Also der von F2. Ich hatte kurz überlegt, Turm D2 das Matt zu drohen. Wenn dann G6 kommt, F5, Turm E4, Turm D7. Sowas in der Art hatte ich mir überlegt. Dann die beiden Bauern hier stehen zu haben und mit dem Turm auf der siebten Reihe die Schachs zu drohen. Wer spielt hier eigentlich auf Risiko? Der Roma oder der Vancouver? Wollte ich den Plan scheiße finden. Ich hätte, bin ich Turm D2, er muss erstmal das Matt decken. Und dann F5 und wenn er den Bauern nimmt, Turm siebte Reihe, dann drohen schon großes Drama. Er kann F7 nicht mehr decken und dann ist das bald schon pleite. Denkt man sich immer so. Denn wenn man die Variante gegen die Computer dann in live spielt, dann ist es doch, es ist doch nicht so ein großes Drama, weil dann ist ja doch dieser Freibauer doch nicht so geil, wie man dachte. König C4, was will er machen? Turm D4 Schach. König C3, Turm E4 schlägt. König C6. Turm schlägt B3. Der Roma hat natürlich keine Haschtäbel. Das ist natürlich der Nachteil vom Roma. 16 Kilobyte RAM gegen 512 Kilobyte. Witzig fand ich, wie ich letztens gelesen habe, ich glaube, der Risk 2 war das. Der hatte erst den Algorithmus drin für Springer-Läufer gegen König Matt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das mal machen musstet. Ob ihr mal in einer Partie Springer-Läufer gegen König hattet. Ich hatte das noch nie. Ich hatte dann immer gedacht, ich kann das. Ich habe das bei ihm immer noch nicht ausprobiert, ob er das drauf hat. A5, A6. König D7. Droht in diesem Moment, droht das matt. Für einen kurzen Moment. Wenn Schwarz jetzt pennt und C4 zieht, oder keine Ahnung, Turm A5, dann ist Turm C8 matt. G7, G6. Turm C5 schlägt.
Wohin? Ich bin blind. Ach, nach A4. Seht ihr da? A6, A4. Turm I2 deckt sich das jetzt. Das ist ja schon eine interessante Stellung. Der H-Bauer, was will man damit? H4 und dann? Ich frage mich, ob Weiß irgendwie so Sachen wie F5 droht. B3, D3 Schach. Turm E5, das so viel bringt auf Dauer. C5, E5. Turm D1. E5, D5. Oh, ich könnte wohl Remis werden, die Partie. Mir gefällt die weiße Stellung ein bisschen besser, aber wie soll man da was draus machen? F5 und F5 schlägt und oder F5, F6 sogar. Ja, der könnte ja zur Not immer noch nach A7 ziehen. Also Mats würde das nur drum wieder Turm verdoppelt werden würde. Auf der Grundreihe. Turm F1. Jetzt muss er aber schon F5 ziehen. Wie willst du den Bauern halten ohne F5? F5 Bauer Bauer. Wahrscheinlich sogar F5. F5 Bauer Turm schlägt. Turm schlägt Bauer schlägt. Turm G4. Was ist da? Ach, Turm 8. Ich frage mich, wie viele Leute es wohl gegeben hat, die sich den München als München 4 geholt haben. Oder München 4, München 5 oder München Polga oder München 2. Welche gegeben hat. Ob das nicht dann doch eher war, München-Dallas oder manchmal auch Roma und so weiter und so fort. So mehr für die Richard Lengdinger war. Man, es ist ja schon. Ist ja kein Zufall, dass die, das Foto gemacht haben mit Ed Schröder und dem MM5 mit dem Modular davor. Die hätten ja machen können München 5 auf dem Foto. Das war schon die Intention, dass man hier das für den Modular genommen hat. Jetzt könnte er doch Turmschach geben auf B1. Turm B5 ist natürlich Quatsch wegen Turm B8 Schach.
Nach Turm B5 kannst du ja schon wegschmeißen. Turm B8 Schach und ciao. See you later. König A7. Turm C4. Jetzt dürfte es aber dramatisch werden hier. Ich glaube, jetzt geht es allmählich abwärts. Jetzt muss erstmal Turm A4 matt gedeckt werden. Ja gut, der Turm kann noch dazwischen. Turm A4 Schach. Meinetwegen jetzt Turm E3. Dann deckt das ab. Ja, ich denke nicht, dass Schwarz jetzt anfängt, wie Remis zu spielen mit. Oder doch? Die hat jetzt Dauerschach auf den Feldern. Aber ich weiß nicht, ob eine Risikoeinstellung auf Remis spielen ist. Ich will mal das hier ausführen. Das ist jetzt tatsächlich Remis. 0,87. König G7. Ja, wenn man den Turm verdoppelt hätte auf der letzten Reihe, wäre es ja ein Matt. Turm, Schach und König A7 und Turm hat aber so nix, Turmverdopplung, nix Matt. Ups, I check you again. Das Witzige ist, wenn das irgendwie, wenn der Venko eigentlich gewinnen müsste, um einen Unentschieden noch rauszuholen, da könnte ich bei ihm ja theoretisch den Remis-Faktor runterschrauben, dass er auf Gewinn spielt auf jeden Fall. Vielleicht reicht das auch Risiko schon auf Gewinn zu spielen. Eine Idee wäre auch hier E5, E6. E5, Turm G1, E6. E6 schlägt Turm G7 Schach. Turm G6 schlägt, das ist zumindest eine Idee. Na gut, der Turm darf natürlich nicht von der siebten Reihe weg. Das ist natürlich Turm D2. Den Zug wird man auch nie vergessen wegen Matt. Ups. Ich glaube, diese Leuchte ist wirklich dafür gedacht, wenn man vergisst, den auszuschalten. Man läuft dann am Brett vorbei und sieht, die Leuchte leuchtet noch. Dann sieht man, ich habe vergessen, den München auszuschalten. Dann kann man das noch machen. Das ist wohl der Grund, warum diese Lampe ist. Ja, da wirklich so ein unterbewusster Gedanke. Wenn man so ein Exklusiv hat, sieht dann so ein München. Warum habe ich diese Lampe nicht am Exklusiv dran? Hab ich sie nicht verdient? Hab ich die Lampe nicht verdient? Jodel, dodel, dodel, du. H5, H4. Die Sonne brennt, der Bauer rennt, er keine Gnade kennt. Was kommt jetzt auf H3? Das ist so pleite jetzt. H3, Turm D5, H2 ist zu lahm. H3, Turmschach, König H7. Was soll man machen? Turm F8 und dann H2, dann Turmschach König G8, ist doch Ende. Warum hat er das denn nicht gesehen? Ich kann es nicht verstehen. Tu doch nach Hause gehen. Meine Güte, das kann nicht sein. Was sagt er denn hier? 4,51. Was hat der Roma ganz übersehen? Sowas hat der Renaissance oft übersehen. Dieses Maestro, der Analyst. Dass plötzlich ein Bauer losgelaufen ist. Und dann war es das.
ja einfach vorgehen mit den Bauern. Turm F7, König G8, Turm G7, dann König H8. So, das ist wohl gelaufen, die Show. Wenn eine Dame und dann droht der Rückzug auch matt. Das ist das Problem bei der Sache. Warum nicht Turm? Warum nicht Turm? König H8. Verstehe ich nicht. Auf den Turm König hier hin, dann kann er doch Turm H7 ziehen. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Der hätte sich ganz bequem eine Dame für Nüsse holen können. Vielleicht sehe ich das auch nur so. Das wäre denn gekommen, König H8 und dann? Turm G6 schlägt, H2. Ach, dann F7. Und dann droht er sich auch eine Dame zu holen. Möglicherweise. Ja, und das ist jetzt wohl gelaufen. Der pflückt sich einfach alle Bauern ab und da kann gar nichts dagegen machen. Turm E1, dann König Anyway, Turm E4 schlägt, König Anyway, Turm G4, König F7. Okay, der kann auch Turm D1 ziehen. Ich sag mal 1:0. Vancouver gewinnt gegen, ja mit Schwarz sogar, hat er sogar gewonnen, 0:1. So, damit bedanke ich mich und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, User Entscheid. Schwarz gewinnt. Es ist der Vancouver, es ist nicht hier das Super-Chess-System. Ciao, bis zum nächsten Mal.